Oderle Bastelzeit, heute mal mit einem etwas anderen Video, weil leider einige Teile hier von dem Video doch irgendwie so ein bisschen der Pandemie zum Opfer gefallen sind, aber danach zu urteilen, dass nicht abzusehen ist, dass das jetzt irgendwie in nächster Zeit aufhört. Gut, zeige ich euch einfach mal, was ich zeigen kann und den Rest halten wir mal im Hinterkopf. Also, spulen wir mal eine Runde zurück und zwar 2019, da wurde ich von jemandem angesprochen, der hier aus meiner Umgebung kommt. Meine Umgebung, für die, die es nicht wissen, das ist eher ländlich geprägt und wie auf dem Land üblich sehr stark kirchlich, in jedem Fall katholisch. Nun habe ich mit diesem ganzen Themenfeld Region nicht ganz so viel zu tun, aber Traditionen pflegen ist dann doch etwas, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, zumindest wenn es um Traditionen geht, die nicht irgendwie andere schädigen oder übermäßig stören. Eine Tradition, die wahrscheinlich viele von euch kennen aus dem christlichen Bereich, das ist Weihnachten, hatten wir ja gerade erst. Und zu Weihnachten gehört bei vielen Familien dann auch eine sogenannte Krippe. Das stammt aus dieser ganzen Weihnachtserzählung, wo dann davon ausgegangen wird, dass irgendwie das Kind da in eine Futterkrippe gelegt wurde. Und ja, das wird dann im Prinzip so mit Figuren und so weiter nachgebaut. So, Figuren klingt jetzt erstmal nach Figurenschnitzerei. Jupp, das ist natürlich so. Allerdings in vielen Bereichen wird dann auch zumindest mal ein bisschen Licht oder so gemacht. Hier in der Gegend, da hat Krippenbau dann allerdings auch so ein bisschen ja, Community-Charakter, würde ich sagen. Und zwar gibt es Gruppen, die bauen tatsächlich solche Krippen in etwas größer, die dann auch öffentlich ausgestellt werden. Und eine solche, die schon ein bisschen länger existiert, um die geht es. Die wird nämlich hier von Freiwilligen betreut, wird üblicherweise dann zu Weihnachten in der Kirche aufgebaut, hat allerdings da ein paar Sachen, die ja schon ein bisschen was an Jahren auf dem Buckel haben. Und zwar die Steuerung. Und das ist halt genau der Punkt, den ich euch leider nicht zeigen kann, weil irgendwie die letzten Jahre ich keine Möglichkeit hatte, da halbwegs risikofrei mal vorbeizuschauen. Deswegen gibt es das jetzt zumindest in hier dem Video nur als Story. Ich hoffe, dass wir es irgendwann vielleicht mal zeigen können, weil es wirklich interessant ist. Und zwar hat das Ding ja erstmal eine Spieluhr. Spieluhren kennt ihr vielleicht. Das ist im Prinzip ein Kamm aus Metall. Und dieser Kamm, der ist nicht wie beim Kamm, den man für die Haare kennt, einfach gerade, sondern der ist ein bisschen schräg. Das heißt, ja, dadurch haben diese einzelnen Metalldinger, die vorstehen, unterschiedliche Längen. Und das führt hierzu, es klingt unterschiedlich, je nachdem, wo wir dran zupfen. Jetzt sitzt natürlich da keiner und zupft, sondern es gibt dann üblicherweise eine sogenannte Walze. Das sieht dann hier so aus. Und wir sehen hier so Vorsprünge, wo was vorsteht und die in einzelnen Teilen von der Spieluhr und sorgen dafür, dass ein Lied abgespielt wird. Das ist also quasi eine mechanische Programmierung. Wir haben auf der Walze das Lied und dadurch, dass wir die da dran vorbeidrehen an diesem Kamm, wird das Ganze abgespielt. Sowas ist auch in der Krippe nur nochmal erweitert. Die haben nämlich nicht nur so einen Kamm für Musik, sondern die haben auch noch eine zweite Walze, die dann wiederum Taster drückt und Schalter drückt, um Lichter an- und auszuschalten. Wir haben also hier quasi eine Steuerung von Lampen, die aber komplett mechanisch läuft und bisher nicht digital. So, nachdem wir jetzt wissen, worum es überhaupt geht, wie gesagt, ich wurde ja angesprochen, und zwar ging es nicht um die Steuerung von den Lampen, die bleibt erstmal, sondern es geht um die Steuerung vom Ton oder allgemein den Ton. So eine Spieluhr ist zwar praktisch, der fehlt aber etwas, nämlich der Lautstärkeregler. Naja, diese ganze Steuerung-Spieluhr-Sache, die ist wie gesagt schon ein bisschen älter und damals war halt noch ein bisschen ruhiger. Heutzutage, naja, viele Kirchen, die stehen irgendwo mitten im Ort, da gehen meistens Straßen vorbei, da fahren sehr viele Autos. Und naja, Problem war, wenn man in dieser Kirche drin ist und die Spieluhr spielt, hört man nicht mehr ganz so viel, einfach wegen dem ganzen Verkehrslärm, der dann von draußen kommt. Und ich wurde jetzt gefragt, kann man da nicht irgendwie was mit einem Lautsprecher oder so machen? Das, was mir nahegelegt wurde, war irgendwie ein CD-Player oder sowas einfach drunter stellen. Naja, CD-Player anzusteuern ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen komplexer. Das können wir einfacher machen. Und das Zweite, was noch war, naja, die Spieluhr läuft, wie gesagt, mit den Walzen. Die Walzen nutzen sich langsam ab. Das heißt also, ewig läuft das Ding leider nicht, muss dann für teures Geld wieder neu aufgebaut werden. Und natürlich, man kann nur die Musik spielen, für die man auch entsprechende Walzen hat. So, wo es hingehen soll, wissen wir also. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Bauen.
Und ja, ins Bauen, da kommen wir dann zum Video zurück, was ich vor einem Jahr oder so mal gezeigt habe. Da hatte ich nämlich den WTV-020 gezeigt. Ein Soundmodul mit Micro-SD-Karte und das war genau das, wofür ich das hier ausprobiert habe. Ich wollte nämlich das einsetzen, weil Micro-SD-Karte haben wir mehr Platz, können wir relativ viele Songs drauf machen und da das Ding einen seriellen Anschluss hat, können wir halt auch relativ einfach das Ding mit irgendeinem Arduino oder so ansteuern. Wie damals im Video schon zu sehen gewesen war, das hat nicht so wirklich funktioniert, einfach weil dieses Soundmodul extrem wählerig ist beim Thema Micro-SD-Karten. Ich hatte eine, die mal zeitweise funktioniert hat, aber die war halt auch schon uralt und ist dann kaputt gegangen. Und ja, neue Micro-SD-Karten, die funktionieren, habe ich leider nicht gefunden. Also müssen wir offensichtlich wieder zurückgehen zu unserem guten alten JQ8400. Das heißt also, ich werde wieder mangels Alternativen den hier benutzen. Das ist dieses kleine JQ8400 Soundmodul. Der hat intern ein bisschen Speicher, ist ein bisschen zu wenig für meinen Geschmack, aber ich habe noch nichts Sinnvolleres gefunden, was mehr Speicher hat und auch einfach anzusteuern ist. Was allerdings sein muss, das muss natürlich etwas lauter sein. Wir reden hier ja doch von einem größeren, von einer größeren Halle, die beschallt werden soll. Also man sollte es schon durchaus hören. Dafür habe ich zum Glück was direkt dabei bekommen, nämlich das hier. Das sind so Standard-Lautsprecher und vor allen Dingen, die haben hier hinten diesen schönen Drehknopf. Die haben einen internen Verstärker. Das heißt, ich muss nicht noch einen Audioverstärker hier selber mit reinbauen, sondern kann einfach das hier benutzen. Die haben dann hier entsprechend drei Kabel. Eine geht zur anderen Box rüber. Das zweite Standard-Klinkenbuchse hier, sodass man das normal überall anklemmen kann. Und last but not least ein USB-Anschluss. Nicht als Audio-Datenkanal, das ist also kein wirkliches USB-Gerät. Aber das Ding hier bezieht hier dort 5 Volt für den internen Verstärker von der Kiste. Das heißt, die sollten wir dann auch irgendwie zur Verfügung stellen. Und ja, das gibt uns dann schon so ein paar Designentscheidungen. Wir haben die Boxen, die mit 5 Volt laufen. Wir haben den hier, der mit 5 Volt läuft. Ja, dann nehmen wir doch ein 5 Volt Netzteil zum Starten. Entsprechend wäre es auch schön, einen 5 Volt Mikrocontroller zu benutzen, also irgendeine Art von Arduino. Ich werde jetzt wahrscheinlich mal den hier probieren. Den hatte ich bisher noch nicht. Der basiert auf so einem chinesischen Klon von dem ATmega. Das ist der LGT8F328P ist im Prinzip ein Arduino Nano, nur mit diesem chinesischen Klonchip. Sollte theoretisch mit dem kompletten AVR-Chipsatz laufen, mit denselben Befehlen. Das heißt, man kann es einfach über die Arduino IDE programmieren. Soweit der Plan. Gut. Ansonsten würde ich gerne die Boxen noch ansteckbar machen. Dafür habe ich das hier schon mal so ein bisschen vorbereitet. Einfach so ein Standard Board hier, was man benutzen kann. Und dann eine USB-Buchse, die habe ich mal aus dem Schrank gefischt. Und das hier ist eine Klinkenbuchse, auch die mal rausgeholt. Ich habe sie bisher nur mal draufgesteckt, um zu gucken, ob es passt. Sollte eigentlich gehen. Und dann kann man am Ende das Ganze abstecken. Ich gehe gleich mal gucken, ob ich auch noch die USB, wie heißt die andere, die viereckige von den alten Buchsen habe. Als Eingang, die werde ich dann auch noch hier mit drauf machen. Dann kann man auch das Netzteil entsprechend da abstecken. Und dann haben wir im Prinzip am Schluss irgendeine Box. Werde ich wahrscheinlich was Passendes drucken, wo man nur die Boxen anschließt, die Stromversorgung anschließt und dann ist alles gut. Die anderen Sachen, die stecken wir dann entsprechend hier drauf. Vorzugsweise gesockelt, sodass man, wenn was dran ist, da schnell tauschen kann. Und ja, viel mehr ist da, denke ich, nicht zu machen. Also suche ich mir mal einen passenden Lötkolben, noch den USB-Anschluss. Mal gucken, ob ich da was in der Kiste habe. Und dann fangen wir mal an aufzubauen. Okay, und auch so eine Buchse habe ich jetzt noch gefunden. Ich denke, damit kommen wir weiter. Dann würde ich sagen, ich gehe mal zum Löten über. Hab noch hier ein paar Buchsenleisten, die passend machen. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze hier am Schluss zusammenpasst. Okay, ich denke mal, das hier ist jetzt erstmal mein Layout. Ich habe es jetzt so gemacht, dass die USB-Anschlüsse vom Mikrocontroller und dem Audiomodul jeweils zur Seite gehen und ungefähr auf derselben Ecke hängen. Das dürfte, Moment, der ist einer daneben. So muss das. Das dürfte auf jeden Fall
helfen dabei, dass wir hier am Ende ein Gehäuse machen können, wo die USB-Anschlüsse zur Seite rausgucken. Dann kann man das auch so wieder weiter programmieren. Ich denke, ich werde hier die sogar weglassen, stattdessen einfach ein Micro-USB-Kabel benutzen. Das klingt jetzt doch ein bisschen einfacher. Mal gucken, im Zweifelsfall hier ist ja noch Platz. Kann ich die immer noch mit dabei machen. Und ja, jetzt geht es halt eher darum, die Dinger noch passend zu verbinden. Und ich merke gerade, ich habe Blödsinn gebaut, ne? Mhm. Ich habe die RX- und TX-Pins weggelassen mit dem Hintergedanken, ja, UART brauchen wir ja eh nicht. UART brauchen wir ja, um den hier zu beschicken. Ich meine, 9600 kann ich auch per Software UART machen. Ja, was brauchen wir denn noch hier? Ich hätte gerne noch einen Schalter oder... Ja, genau, ich hole so einen Kippschalter, den kann ich dann extern dran machen. Dann kann man zwischen drei Modi wählen, sodass man da auch unterschiedliche Sounds hat. Denn es gibt quasi bei diesem ganzen Krippenzeug da, ich glaube, drei oder vier verschiedene Arten. Es gibt erstmal die Adventszeit, also die Vorbereitungszeit, dann das eigentliche Weihnachten. Und ich meine, für Heilige Drei Könige oder so ist es, das ist dann irgendwann im Januar, gibt es dann nochmal separate Töne und so weiter. Und bisher lief das dadurch, dass man bei der ursprünglichen Anlage da immer die Rollen getauscht hat. Das sollte dann hier entsprechend automatisch auch machbar sein mit einem kleinen Schalter. Ich denke, das kriegen wir hin. Gut. Was müssen wir denn jetzt noch wissen? Wir sollten wissen, wie zum Geier der hier, wie die Pinbelegung ist. Das kriegen wir wohl raus. Dass wir hier die 5 Volt von dem hier, genau, auf die 5 Volt vom Arduino oder so rüberlegen. Dann die 5 Volt von dem Audiomodul auch auf den Arduino. Yay. Das wird sehr spaßig. Ich glaube, da mache ich mir erstmal einen Plan, dass ich grob weiß, was wo ist. Ja, bei der Planung viel haben wir ja nicht. Wir haben die USB-Buchse, die Audiobuchse, den Arduino in der Mitte oder Klon ist es ja und das Soundmodul. Und das Einzige, was ich jetzt hier gemacht habe, ist mir eingezeichnet, wo die Pluspole sind, die Ground-Potenziale, das alles miteinander verbunden und dann natürlich die Datenleitungen noch. Das Löten halte ich wie üblich mit solchen wunderschönen Lötperlenketten hier. Ich nutze also dieses Lochraster, um die Verbindungen herzustellen, mit ein bisschen Draht dazwischen. Für längere Strecken hole ich auch Kabel, einfach weil sie isoliert sind. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Kurzschluss mache, deutlich geringer und natürlich macht es auch einfacher, dann andere Strecken zu kreuzen. Und ja, wie gesagt, viele Verbindungen sind es nicht, von daher kann ja eigentlich nichts schief gehen, oder? So, eine Sache habe ich noch, und zwar, was mir gerade eingefallen ist. Gibt das eventuell Probleme, wenn ich hier einfach nur den DAC verwende, weil der ja denselben Ground hat wie die ganze digitale Logik und somit auch die Stromversorgung von der Box? Das heißt, da sollten wir eventuell mal drauf schauen. Dann schauen wir doch mal, wenn wir die hier einstecken, dann haben wir da das Minus von der Box schon mal dran. Jetzt ist die Frage, ist der USB-Minus gleich dem Audio-Minus? Ja, ist es. Okay, wunderschön. Das heißt, wir haben hier schon mal kein Problem. Wir können also das Signal einfach so einspeisen. Fein. Dann würde ich mal sagen, stecken wir das erstmal ein. Eventuell sollte ich mir irgendwann mal markieren, wie weit. Und ein Micro-USB-Kabel wäre nicht schlecht. Nehmen wir das hier. Dann den erstmal raus hier. Moment. So, jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal nur den Mikrocontroller einstecken. Theoretisch sollte der klappen. Das sieht schon mal gut aus. Wir kriegen... Okay, da hat gerade irgendetwas geschmort, würde ich behaupten. Da hat etwas geglüht. Warum hat da etwas geglüht? Das hätte nicht tun sollen. Ich meine, der Controller scheint noch zu laufen, aber... Was haben wir denn da? Das ist das Kabel gewesen. Jedenfalls sieht es, ja, das ist durchgebrannt. Interessant. Warum? So, schauen wir nochmal gerade hier. Ich denke, man kann es erkennen, dass das Käbelchen da durch ist. Ja, hier kann man es ganz gut sehen. Da ist das Kabel durch. Also müssen wir irgendwo einen Kurzschluss haben. Der Strom kommt in dem Fall im Bild ausgesehen von links. Von hier aus kam also Strom an. Hier ist es durchgebrochen, das heißt, es muss hier hinten in dem Bereich ein Problem sein. Also entweder über das Kabel nach hier oben, dass das irgendwo ein Problem hat,
Denke ich nicht. Also hier dazwischen, lasst mal schauen. Nee, also hier ist nur ein bisschen Flachs dazwischen, aber definitiv keine elektrische Verbindung. Da sollte nichts sein. Also bleibt noch hier unten. Und da habe ich schon eine Idee, was das Problem sein könnte. Denn wir haben ja im Prinzip hier unsere Punkte hingesetzt, wo ich das nochmal festgemacht habe. Also hier zum Beispiel. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier einfach durch das Board durch ist und hier irgendwo Kontakt mit dem Metallgehäuse gemacht hat. Dass das unser Problem ist. Können wir da von der Seite was sehen? Nö. Das ist auf jeden Fall nicht auf dem Metallgehäuse. Okay. Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre das Problem. Oder hat der hier, der Pin selber Kontakt? Dass der zu nah da dran ist. Irgendwie verbogen wurde. Das könnte auch sein. Blöde Frage, ist das Plus oder Minus? Das hier ist die Plusseite. Ja, die dürfte natürlich keinen Kontakt machen. Biegen wir den einfach mal ein bisschen nach hinten. Ja, doch. Ich denke, man kann es sehen, wenn wir hier reingucken. Ja, doof, ne? Wäre kein Problem gewesen, wenn ich einfach ein vernünftig designtes Board gemacht hätte. Hier mit diesen Lochrasterplatinen, da passt das halt nicht immer so hundertprozentig. Ich denke, ich werde mal gucken, ob ich irgendwie ein bisschen Tape habe oder so, was ich da hinten reinmachen kann. Nochmal zusätzliche Isolierung. Dann sollte das Problem eigentlich nicht mehr auftreten. Was mich ein bisschen wundert, ist, dass er nicht zugemacht hat. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, nö, das Ding hat keine Sicherung. Okay. Auch sonst keine Schäden an Bord. Also gehen wir mal davon aus, dass es nur hier unten das war. Ich suche mal was zum Isolieren. Nächster Versuch. Wo ist der Adapter? Da. Wie weit müssen wir den reinmachen? So weit. Okay. Micro-USB hatten wir hier. Okay, ich sehe dich mal nix rauchen. Das ist schon mal besser. Okay, nein, das ist ein H, kein Rauch. Dann schauen wir einfach mal, ob wir jetzt hier auf dem USB etwas haben, das nach Spannung aussieht. Wir müssten etwas haben von der Außenseite, die ich natürlich nicht wirklich gepackt bekomme hier mit der Klammer. Lasst mal schauen, nach hier theoretisch. 4,66 Volt, das klingt richtig. Dann sind wir einfach mal so dreist und nehmen diese wunderschönen Lautsprecher. Und ich habe die dumpfe Befürchtung, hier sehe ich so ein komisches Plexiglas außenrum, dass das eventuell nachher leuchtet. Denn sonst habe ich keine Power-LED und das macht sonst keinen Sinn. Stecken wir das erstmal in den Laptop ein, um zu gucken, wie es aussehen sollte. So, Strom an und einschalten hinten. Ja, war ja klar. Ich denke, man kann sehen, es leuchtet blau. Ja, unten drunter sieht man es besser. Da ist eine blaue LED. Und wir hören es auch knacken, so wie das üblich ist. Dann nehmen wir das Ganze jetzt mal und speisen das stattdessen über diesen Port hier. Zack. Aus. Strom wieder anmachen zum Board. Okay. Hier ist die LED am Blinken und yay, wir können anschalten. Also der Port geht schon mal. Wie sieht es mit dem Sound aus? Ja, wenn ich anfasse, höre ich was brummen. Wenn ich einstecke, dürfte er uns nicht um die Ohren fliegen. Vielleicht sollte man das aber machen, während ausgeschaltet ist. So. Ein. Ja. Alles an. Kein Rauch, kein nix. Sieht gut aus. Ich denke, damit können wir leben. Jetzt fehlt nur noch ein bisschen Software. Der Code selber, der ist relativ überschaubar. Ich habe hier einfach Software-Serial mit dabei geholt, um da zu senden. Und dann schicke ich einfach die Hexwerte, die ich aus dem Datenblatt entnommen habe. Die Pins sind hier oben definiert, wo das Ganze dranhängt. Die integrierte LED und dann hier RXTX mit dem Software-Serial. Das ist nicht so schnell, aber es sollte ausreichen, um hier so einfache Befehle zu senden. Ihr seht ja, Lautstärke, Song auswählen, Play,
warten, ob er fertig ist und dann Wait End, wenn er, um zu gucken, ob er fertig ist mit dem Abspielen. Das erste ist, ob er schon abspielt. Die interne Schnittstelle, die habe ich auch noch für Debug-Meldungen hier dran und ja, viel mehr haben wir da nicht. Das heißt, ich kann per USB zugucken, was er macht und ja, wenn ich das hier drauf spiele, dann sieht das hier so aus. Er spielt es erstmal drauf, aber es kommt nichts. Hier kommen keine Debug-Meldungen, ich höre keinen Ton. Das sieht irgendwie kaputt aus. Hier hätte natürlich mindestens mal Start kommen müssen als Debug-Meldung. Und ja, auch wenn ich hier den Controller resette, wir sehen nichts. Also es tut sich definitiv nichts. Wir haben irgendwo ein Problem mit beiden seriellen Schnittstellen. Also schauen wir hier mit PulseView mal drauf. Das ist jetzt die Schnittstelle in Richtung Audiomodul. Und wir sehen hier auf jeden Fall, hier kommen Pulse raus. Also das sieht eigentlich erstmal richtig aus. Auch von den Werten her, wir haben erstmal die Statusabfrage, Lautstärke einstellen und so weiter. Also von der Anzahl der Pakete käme es hin. Also werfen wir hier mal einen Decoder drauf für UART. Das heißt also gucken, was denn hier an Daten erkannt wird. Den muss ich jetzt hier noch konfigurieren. Also einmal auswählen, welche Linie das ist und die Geschwindigkeit. Das war ja 9600 Baud. Wenn wir das machen, dann haben wir hier unten das. Ja, das sind definitiv nicht die Werte, die ich schicke. Wenn wir gucken, das sind 12,5 kHz, die er mir hier gibt, wenn ich da mit den Sachen arbeite. Und ja, schaut mal an. AA1100AB und im Code AA1100AB. So ist es also richtig. Das ist jetzt mit einer Baudrate von 12,5 Kilo Baud. Wenn wir das mal hier rechnen, das ist irgendwie im Verhältnis 1,3 irgendwas draußen. Also, Die Lösung, die habe ich hier bei AVR Freaks gefunden. Muscleof01 hat das erstmalig gepostet. Da sind ein paar Infos und zwar zu hier diesem Board eben. Und zwar der Chip, der hat einen 32 MHz Quarz intern oder RC-Oszillator und einen Divider von durch 8. Also 4 MHz läuft das Ding, nicht 16. Heißt aber gleichzeitig, wir können einfach den Divider auf durch 2 ändern, dann kommen wir bei 16 MHz raus. Dafür gibt es hier diesen Befehl, Clock Prescaler Set, das ist wohl ein Standardbefehl von AVR. Das heißt, wir müssen keine Libraries oder irgendwas grob reinmachen. Ich mache das jetzt einfach mal hier vorne hin. Nicht durch 1, sondern durch 2. Wir sehen hier noch, er kennt den Befehl nicht. Gerade nochmal schauen. Und das müsste, glaube ich, in dem Power wahrscheinlich dann drin sein. Dann binden wir das noch ein. Wie gesagt, ist keine Library, das gehört zu diesen Standard-Headern, die Arduino oder AVR da mitbringt. Und damit haben wir dann jetzt auch hier diesen Spezialchip-Nachbau, der schneller läuft als das Original, gebändigt. Und wenn wir jetzt hier nochmal UART decoden mit den neuen Werten, nochmal einstellen und 9600 wollen wir ja. Und das sieht gut aus. AA1100AB. Also jetzt haben wir anscheinend den richtigen Takt. Jetzt alles gut und jetzt müssen wir auch da mit unserem Soundmodul kommunizieren können. Jetzt müssen wir nur noch die ganzen Sachen einstecken und die Elektronik müsste dann auch fertig sein. Wie gesagt, ich muss hier noch Schalter einbauen. Das mache ich gleich dann off-Kamera, dass ich da die Songs wählen kann. Aber das ist dann wohl das kleinste Problem. Ja, und damit ist die Box dann hier auch fertig. Ich habe hier noch so ein Gehäuse für gedruckt. USB für die Boxen, Sound für die Boxen. Platz hier für Micro-USB. Links Programmierung, rechts der entsprechende Mikrocontroller. Jeweils auch noch für Stromversorgung. Und hier hinten habe ich schon einen Schalter dran gemacht, ein Dreifach. Damit kann man den Song wählen. Das Ganze ist geklippt. Innen drin habe ich noch eine Karte mit den Lizenzen von den Songs, die ich aktuell drauf habe. Das sind Creative Commons Songs, die ich jetzt zum Testen drauf habe. Am Ende mal gucken vielleicht, dass man die Musik von dieser Walze einmal aufnimmt und dann so dieses klassische Audio dann wieder beibehalten. Ansonsten, ja, wir haben ja alles schon gesehen. Mikrocontroller, Soundsystem, alles miteinander verbunden und durchgeschliffen. Und ja, die Klinkenbuchse einfach vom Audiomodul plus jetzt der Schalter neu. Was ich jetzt noch gucken muss, wie gesagt, Micro-USB, altes Kabel zum Stromversorgen. Das Problem ist hier, ich habe so HTC-Kabel,
Die haben relativ viel Plastik außenrum. Das habe ich hier nicht bedacht. Die D-Luke ist ein bisschen dünn. Ich werde es jetzt einfach mal hier mit einklemmen. Das sollte, denke ich, ausreichen. Der bleibt eh die ganze Zeit zusammen und wird dann einfach mit in die Kiste mit den ganzen Sachen von der Krippe gelegt. Stromversorgung selber werde ich irgendein Handynetzteil holen. Das hier vielleicht nicht. Das ist jetzt 2,5 Ampere. Irgendein altes 1 Ampere oder 500 mAh Netzteil werde ich bestimmt noch finden. Vorteil ist, wenn das bei einem Handy oder so mitkam, dann hat das CE und die ganzen Sicherheitschecks. Also jetzt nicht das billigste China-Netzteil holen. Und ich denke, das ist dann auch ausreichend und kein Problem, das irgendwo in Gebäuden einzusetzen, wo Publikumsverkehr ist, einfach weil es ein Standardgerät ist, was dann auch bei den ganzen E-Check oder wie es heißt, also diesen elektrischen Prüfungen wahrscheinlich kein Problem haben sollte. Und alles dahinter ist ja ohnehin 5 Volt, also Schutzkleinspannung. Da dürfte wohl keiner anfangen, darüber zu diskutieren. Ja, wie gesagt, das Video lag jetzt schon ein bisschen länger rum. Ich habe das Ganze hier Ende 2019 fertig gemacht und habe es auch den Leuten gegeben, die sich da um die Krippe kümmern. Und es war, soweit ich weiß, mindestens 2019 zu 2020 in dem Winter im Einsatz. Und danach zu urteilen, dass keine Beschwerden kamen, hat es wohl auch funktioniert. Wie gesagt, wie es jetzt aussieht, kann ich Corona-bedingt leider nicht sagen. Ich weiß nicht, ob es aktuell überhaupt aufgebaut wurde, die Krippe, oder ob man das weggelassen hat, einfach um da Menschenansammlungen zu vermeiden. Ihr habt ja eben schon ein paar Bilder gesehen. Wir haben hier auch so Ausstellungen im Outdoor-Bereich, die dann weniger ein Problem darstellen. Wie es jetzt in den letzten Jahren aussieht, ist mir nicht so wirklich bekannt. Ihr habt ja gesehen, prinzipiell ja, Krippen werden noch ausgestellt, aber die hier ist halt eine Indoor-Variante und ich weiß halt nicht, ob man das nicht aus Infektionsschutzgründen weggelassen hat. So oder so ist nichts, wo ich jetzt unbedingt hingehen möchte bei den aktuellen Infektionszahlen. Von daher kann ich leider nicht zeigen, ob und wie das Ganze jetzt aktuell noch aussieht. Aber hey, war mal was anderes, weil es halt eine Bastelei ist, die nicht für mich ist, sondern in dem Fall hier, ja, es ist kein Verein, es sind einfach ein paar Leute, die als Hobby zum Beispiel solche Figuren schnitzen oder andere Dinge machen und halt dann diese Krippe am Ende da zusammenstellen. Und hey, wenn ein paar Bastler, die hier irgendwo in der Ecke wohnen und ein Projekt haben, was interessant klingt, um Hilfe fragen, dann ja, wieso nicht, ne? Ja, wie gesagt, wie es aktuell aussieht, weiß ich nicht, aber es ist mindestens mal dieses eine Jahr gelaufen und ja, zumindest mal mein letzter Stand ist, dass es durchaus das tut, was es soll.